Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Sims 2 in Schönsichtingen und heute mit Familie Antonini. Ja, und zwar dem Anton Antonini, seiner Frau der Olga und den beiden Kindern Alan und Adelheid. Und momentan den drei Kätzchen Angie, Krümel und Lotti. Warum haben wir so viele Katzen? Weil unsere liebe Olga unbedingt 20 Welpen oder Kätzchen großziehen möchte. Und ja, da sind wir gerade dabei. Jetzt muss ich hier wieder kruscheln, weil ich es nicht hingelegt hatte. Ja, wir haben 7 Kätzchen mit den dreien. Und das heißt, wir brauchen natürlich noch sehr viel, viel mehr. Wir haben noch 6 Tage, wo Olga erwachsen ist. Und die Kätzchen sind, glaube ich, alle gleich alt, oder? Drei, drei, drei. Genau. Deswegen wollte ich demnächst auch noch mal ein anderes Kätzchen noch mal adoptieren. So. Gehen wir mal rein. Wo seid ihr denn alle? Anton. Anton ist heute Morgen um 10 Uhr schon im Bad und der wird auch gleich nochmal hier sich baden. Du hast heute frei. Olga hat ja keinen Job. Die hat quasi den Job von ich muss die Kätzchen großziehen. Die kann noch ein bisschen schlafen. Alan lernt hier unten. Okay. Er lernt gerade Mechanik. Jawohl. Und Adelheid, die ist hier jetzt gerade und, ach so, die will schwimmen jetzt. Wobei der Butler sie gerade aufgehalten hat, glaube ich, genau. Komm raus, du kannst ruhig schwimmen, dann, das macht dir Spaß. So, unser lieber Butler, der Adrian. Ja, der arbeitet hier, wobei er ziemlich müde erscheint. So, Ellen, mein Lieber, was machst du nochmal? Mechanik, okay. Mit dir. Dir geht es von den Bedürfnissen her ja doch sehr gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, räum mal auf, geh mal auf Toilette. Und du kannst auch nochmal die Hände waschen. Warte mal. Hände waschen und ach jemand säubern. Und dann mache ich mal mit dir ein Blind Date, weil er ist ja jetzt auch gerade erst Teenie geworden. Und könntest du dich mal hinsetzen? Oh, Maximilian, nein. Ich mache hier doch keinen Zauber. Geh raus. Geh raus. Okay. Ja, Anton kommt mal runter. Ah, der möchte mal in unser. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht. Das ist so Nähtöpfer- und Klavierzimmer so. Irgendeiner, ich glaube, das war sogar mal Antons Zimmer, meine ich. Da hatten wir noch keine dritte Etage. Ja, ihm geht es ganz gut. Die Hausaufgaben sind, glaube ich, alle gemacht. Ob, ne? Wir haben ja Sonntag. Ich sehe zumindest keine mehr hier rumliegen. Okay. Bilder habe ich ja hier auch gemalt. Heiratsvermittlung sollst du anrufen. Bilder haben wir auch schon von den beiden. Ja, bitte, komm schon. Ja, zwinge mich zu meinem Glück. Ja, genau. Unsere liebe Alina ist leider schon gestorben. Auch ihr Mann Sandro, den konnte ich leider nicht mehr fertig malen. Deswegen ist sein Gemälde unfertig hier unten. Das steht noch hier. Zumindest das Gesicht sieht man. Da bin ich zumindest immer froh. So. Ja. Weißt du, was du mal machen könntest? Du könntest mal nach den Katzen schauen hier unten. Und ein bisschen helfen. Guck mal, loben für Tor. Tierfutter essen, spielen. Oh, da kommt sie ja. Ellen? Ellen, komm mal hier raus. Die Beate kannst du begrüßen. So. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit dir mal einkaufen wollte. Dieses Shirt, naja, gut. Wir haben jetzt Sommer, okay. So, um ein Blind Date bitten. Und mit der Familie haben wir wirklich wahnsinnig viel Geld. Ich weiß gar nicht mehr. Warum wir denn so viel Geld eigentlich haben. Aber ja, der Sandro hat sehr gut verdient. Mit einer Frau, bitte. Der Sandro hat damals sehr gut verdient. Der hat noch sehr lange als ja, in der Rockkarriere gearbeitet und war doch noch einige Zeit unterwegs. So, mal gucken, wen wir kriegen.
Danke. Hui, das ist die Olive Ottomars. Die ist ja, glaube ich, auch erst vor kurzem. Das wäre eine schöne Verbindung mit den beiden. So, ich muss mal abchecken. Sie guckt aber jetzt gerade nicht begeistert. Stablus, Kitzeln, Kissenschlacht und Spielen. Okay. So, warte, ich muss erstmal kurz mit dir reden. Nur immerhin eine 2. Besser als eine 3. So, nach Interessen könnte ich sie mal fragen. Nach Antörnen. Das würde mich vielleicht auch mal interessieren. Wobei wir hier jetzt ganz schön plaudern und abgecheckt haben wir sie doch jetzt schon. Und einmal plaudern reicht. So. Und dann spielen. So, was kann ich denn schon mit dir spielen? Da. Fangen könnten wir spielen. Die würden sogar ganz gut zusammenpassen. Hätte ich eigentlich noch gar nichts dagegen. Also, so rein optisch und so finde ich die sogar süß zusammen. Aber wir kommen ja nicht so wirklich dran. Spielen, Kissenschlacht, Kitzeln können wir noch nicht. Die bloß können wir auch noch nicht. Meine Interessen fragen. Achso, sie sagt jetzt. Ich singe gerne. So, dann fragen wir sie noch nach Antörner. Ah, dunkle Haare. Ja, das hab ich. Noch was? Oh, okay. Jetzt gehen wir erst einmal spielen hier. Eine Runde fangen. So, derweil gucke ich mal nach Olga. Oh, hallo Olga. Ist Olga. Nochmal von vorne. Olga ist aufgestanden. So, für Verspieltheit mit anderen. Loben und die loben auch noch Verspieltheit mit anderen. Jetzt guck ich mal, wie gut du dich mit den dreien verstehst. Mit dem Krümel noch nicht so gut. Ich glaube, Krümel ist auch der als letztes, die als letztes kam. So mal. Spielen, Jagdspielzeug. Oh, okay. Du willst gerade nicht. Dann mache ich das doch mal mit dir. Jagdspielzeug. Und Finger wackeln. Geh ruhig zu Anchi über. So, einfach spielen mit. Oh, was ist das? Das ist ein Hund da draußen. Ben, so, dann gehe ich nochmal zu Ellen rüber. Ich habe ja nicht mal so lange Zeit. Was ist das? Mit mir tanzen. Okay, warte mal ganz kurz. Dann möchte ich mal hierher gehen. Geh mal rein. Ja. So, da hinten ist Adelheid. Guck mal, zusammen tanzen. Adelheid ist irgendwie fertig gerade. Komm schon. Ja. Yeah. Anton guckt, ja, ganz zufrieden, würde ich fast sagen. Oh, shit, jetzt viel mehr können wir. Hotdogs. Papa, mach mal Hotdogs. Nee, ich glaube, mehr kriegen wir nicht hin. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Das muss ja nicht mehr traumhafte Dates sein. Mir geht es hier hauptsächlich mal darum, dass sie sich gegenseitig kennenlernen. So, wen kennst du denn im Grunde? Du kennst auf jeden Fall keinen Jungen. Naja, gut. Okay, du könntest dann mal, hier, guck mal, mit Lotti. Ach, Lotti. Ja, mit dem Papi könnte ich auch spielen. Lotti, loben für Tierfutter essen und Lotti spielen mit. So, Anton. Oh, hat der Butler uns mal was zu essen gemacht? Ja, es gibt Essen. Nun ja, ich hatte schon bessere Dates, aber so schlecht war es dann auch wieder nicht, falls wir nochmal zusammen und so weiter. Also, ja, durchwachsen und ganz in Ordnung. Oh, jetzt machen wir Kissenschlag. Na, das ist ja toll. Das wolltest du vorhin schon haben. So, kann ich irgendwie mit dir abhängen? Guck mal, abhängen. Damit wir uns zumindest befreunden. Das fände ich jetzt einfach mal cool. Schade, dass das nicht mit den Tieren geht. Ja, spielen mit und dann müsstest du doch eigentlich weitermachen. Was ist das? Achso, da joggt jemand draußen. So, Olga. Achso, ihr zwei, ihr esst auch mal noch eine Runde hier. Nom nom nom, das schmeckt aber lecker, 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 lecker. Ja. Und Adelheid spielt hier hin. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Wie spielst du denn mit ihr? Wer ist das nochmal, Lotti? Jetzt muss ich nochmal gucken.
Lotti ist ein Mädchen und Angie auch und Krümel ist der Junge. Ach Gott, ja. Vielleicht wäre dann nochmal ein Junge ganz gut. Oh, das ist nett. Füll es auch mal gleich auf. Ich muss mal bei Adelheid noch gucken, ob sie eigentlich noch mal ein bisschen was lernen sollte. So ein kleines bisschen könntest du noch lernen. Geh doch mal hoch in dein Zimmer und guck mal, Physiologie lernen wir erstmal mit dir. Du hast ja noch ein bisschen 3 Tage, bis du Teenager bist, genau. So, und ihr zwei. Was mache ich mit euch zwei Süßen hier? Oh, ich find auch bei Otto, wollte ich sagen, bei Anton, dass er immer so ein bisschen 3-Tage-Bart hat, dass ich das dann mal dran gedacht habe. Ich denke ja oft nicht dran. Das finde ich cool. Also, wenn so ein Mann quasi älter wird, dann kann das auch wirklich einfach ein bisschen männlicher dann auch einfach aussehen, gerade bei den Sims. Ja, wenn ich ihm das schon gebe als Teenager, finde ich das ein bisschen doof. So, genau, du kannst aufräumen. Super, und das kannst du schon mal weglegen. Und er, ja, ich guck mal, was macht dein Hobby? Sport. Ach du Schande. Guck mal, Körbe werfen. Das habe ich dir mal extra irgendwann hingestellt. So, Olga. Oh, Olga geht etwas duschen und dann hier was benutzen. Und dann würde ich mal sagen... Oh, in 2 Tagen hat Adelheid Geburtstag. Dann würde ich sagen, dann holen wir uns doch nochmal ein Kätzchen. Weil sonst wird es echt eng, ne? Also, die brauchen jetzt noch 2 Tage. Also das war ja vor 11 Uhr vorhin. Genau. Und, na gut. Und dann muss ich mal wirklich gucken, dass ich mich mit denen auch gut anfreunde. Ja, das ist vor allen Dingen Krümel. Mit dem muss ich noch ein bisschen nacharbeiten und hier unten, die unteren Sachen sind halt... Oh, guckt mal, die Allegra, die ist immer noch so mein Kätzchen. Und ach Gott, guckt mal, Paulchen und die Verline. Ja, die sind auch noch oben. Nur beim Tizian, der ist schon voll abgefallen. Wahrscheinlich war ich mit ihm nicht so gut. Naja gut, die Allegra tat uns auch am meisten weh, glaube ich. Also da ist sie wirklich auch hinterhergerannt. So, jetzt ein Kätzchen noch. Da. Eines möchten wir noch. So, natürlich Kätzchen. Also hier in dem Hause gibt es nur Kätzchen. Wer ist das? Jackie? Oh, wir haben hier nur... Ach nee, da wäre auch noch ein Kätzchen. Das wäre Ben. Ben ist dumm, hyperaktiv, ängstlich und schlampig. Natürlich, da hat er noch nichts gelernt. Das wäre ein Junge gewesen. Dann haben wir hier ein weibliches Kätzchen ohne Namen, hyperaktiv und aggressiv. Ein weibliches Kätzchen, das auch hyperaktiv ist, und aber schlampig und faul und dumm. Oh Gott. Und hier ein männliches Kätzchen. Der ist dumm, hyperaktiv, unabhängig, aggressiv und schlampig. Na, das ist eine Kombi, ey. Wow. Ich würde den aber trotzdem mal gerne nehmen. Da ist jetzt hier, aber ich muss ihm irgendeinen Namen geben, ne? Lustiger. Ich hatte mal irgendwo eine Liste gehabt mit Namen, die ihr mir geschickt habt. I'm sorry. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die ist. Oh Mist. Die sollte ich mir mal irgendwo anders hinlegen. Okay, ich nehme jetzt einfach mal so einen, wartet mal, also bei denen habe ich ja nicht nach ABC oder so genommen. Ich würde jetzt einfach mal, Max, so, das ist Max. Oder Maxchen. Nee, Max, ich nenne den nicht. Ich verniedliche nicht, das wird dann später noch kommen. So, okay, ja, ich möchte den wirklich adoptieren. So, und solange kannst du gerade nochmal hier loben und die Lotti loben und dann nochmal mit ihr spielen. Und dann wird das Mixchen, wisst ich wollte schon sagen, wird bald kommen. So, ihr zwei, ja, ihr. Oh, guck mal. Das ist sehr schön. So, dann, aber ich glaube, das reicht dann jetzt auch, Ellen. Du gehst dann mal duschen, die kannst du säubern und dann würde ich mal... Ja, Max ist okay. Und dann würde ich mich mal freuen, wenn du mal... telefonierst, und zwar
Ich habe das gerade gesehen hier. Hier, die Natascha Gong. Die könntest du einfach mal freundschaftsmäßig hier nochmal anrufen. So. Hallo. Britta Beimer, wenn ich das richtig gesehen habe. Da ist das Kätzchen. Ach Gott, wie süß. Was machst du denn jetzt? Bitte mitzumachen? Okay. Ellen kommt raus zu dem Kätzchen. Ach Gott, wie süß. Ellen knuddelt den Max. Irgendeiner muss, ja. Und Ellen sagt, hallo, neues Kätzchen. Die Mami ist ja total verrückt nach euch Kätzchen. Und dann bring ich dich halt mal rein. Also geh mal hier hin und nimm das Kätzchen auf jeden Fall mit. Warte mal, ich guck auch mal. Ja, 4 Tage. Also ein ganz kleines Kätzchen. Er geht jetzt nach Hause hier. Guck mal. Was ich echt blöd finde hier ist, dass in solch einem großen Korb, dass da nur eine Katze rein kann. Ja, also wenn die sich doch vertragen, warum gehen die nicht zusammen rein? Wobei natürlich, ich glaube, die vertragen sich noch nicht so gut. So, liebhaben, knuddeln und Spiel mit. Olga, wo gehst du hin? Oh, bist du müde oder was? Ich glaube, Anton ist müde, der ist schon oben im Bett. Und ich würde mal sagen, dass auch die Olga eigentlich schlafen gehen kann, wenn sie schon nach oben unterwegs ist. So, ich glaube, ich sage jetzt aber erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir kommen nochmal hier eine Runde nochmal zurück. Und dann gucken wir mal, was noch mit dem Kätzchen da noch übrig ist. Also was jetzt dann mit dem Kätzchen noch ist, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Eure Saki Night Out. Ciao, ciao.